haben wir nicht nur einen Star oder zwei Stars. Wir haben 120 Stars, das sind unsere Sportler, die unglaublich viel geleistet haben. Und unter unserem Sowas-Lied und Applaus dürfen unsere Sportler einmarschieren. Yeah!
Spirit und mit eurem Teamgeist und mit eurem freundschaftlichen und absolut fairen Verhalten. Das finde ich ist auch nochmal einen besonderen Applaus wert, denn das ist nicht selbstverständlich und das ist ja eigentlich das, worauf es im Sport ankommt. Faires Verhalten, Freundschaft. Ja, ich kann Ihnen nur wünschen, euch Sportlerinnen und Sportlern, dass die Freundschaften, die ihr hier ja, vielleicht neu entdeckt und neu gefunden habt, dass die möglichst Bestand haben, auch für die nächste Zeit über diesen Sportevent hinaus, dass diejenigen, die vielleicht ihre Ziele nicht erreicht haben, nicht traurig sind, sondern das Wichtigste ist, eben dabei zu sein. Und in 2 Jahren sehen wir uns dann ja vielleicht in Manila wieder. Das wäre natürlich wunderbar, wenn viele von uns hier wieder sind. Bedanken wollen wir uns natürlich auch, und das ist ganz besonders wichtig, bei, ja, bei euren Trainerinnen und Trainern, die euch so intensiv betreut und begleitet haben und immer wieder angefeuert oder getröstet. Also ganz großes Kompliment an alle Trainerinnen und Trainer, die hier bei uns zu Gast waren und natürlich auch die unserer Schule. Vielen, vielen Dank an die Trainer. Ja, als nächstes gibt man Dank, I want to thank Mr. and Mrs. Buchwald. Again, I want to thank
the manager of our land administration team. Thank you very much. Unser, ja, the management of our board. Vorstand, ganz vielen Dank für ja, genau, das Budget, denn das Ganze hat natürlich auch einiges gekostet. Unsere Sponsoren, die jetzt so viel genannt worden sind, die sehen Sie hier nochmal auf dieser Tafel. Und als allerletztes, ganz wichtig, you have seen all the pictures on YouTube, on the homepage and everything. I want to thank the media. Ja, the media.
Okay. Ja, jetzt singen tun wir jetzt nichts mehr, denn it's not just time to say goodbye and to say thank you, it's also the time to meet. So we will continue with the next topic. I have to say something very quickly. I really want to thank my team for food, because they really did a very, very good job during all those 4 days. Or did you not like the food? I don't know who of you is here now, but I have not seen Shazi and Ina and Dia and Lisa, and they have organized those 4 days, and I really thank you very much that it was working so well. Thank you. Thank you.
So, alle Teammitglieder haben alles gegeben, großartige Leistungen erbracht. Und das, dafür seid ihr natürlich selber verantwortlich, aber einen großen Teil dazu beigetragen hat auch wer? Eure Trainer. Und deshalb bitte ich jetzt alle Trainer der Mannschaften auf die Bühne.
coaches, to the current ones, but also to the ones who put their heart and soul into it in the last 20 years. And by coincidence, we have some coaches here. I kindly ask Thomas Teichert. The SOAS, Southeast Asia Games, are 20 years old, and ever since there is SOAS, Herr Teichert is responsible for this, and it's almost unbelievable because he looks so young, and we think he's truly a SOAS legend, and therefore...
Support. Was 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 was?
Dritter Platz, Singapur.
Spannung noch ein bisschen hochzuhalten, wer die meisten Medaillen bekommt, hat das Mädchen mit dem Junge. Nochmal vorher noch eine andere Sache. Jetzt das All-Star-Team. Ihr habt ja aus jedem Team zwei Mitglieder gewählt, die in das All-Star-Team kommen, also ein Mädchen und ein Junge. Das heißt, wir haben jetzt hier gleich 12 Sportlerinnen und Sportler stehen zusammen, aus jedem Team zwei. Das wäre einmal Christian Pallenschardt. Aus Bangkok ist das der Spreen Hoa Pirat. Next.
Goldmedaillen und eine Bronzemedaille hat gewonnen die Joan. Thank you.
So, the night of the victory is not so many speeches today, but one, a small one. And therefore, I want to ask Kakinen from the cultural attaché of the embassy, the German embassy. And then we want to find out who finally is actually the winner of SOAS 2017. SMB! 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 SMB!
Ja, jetzt wird es dann ganz spannend. Einfach zumindest, ich glaube, viele von euch haben das Ergebnis schon auf YouTube geguckt. Ich kenne es noch nicht, ich habe es jetzt gerade eben erfahren. Wir fangen jetzt an mit der Gesamtwertung. Und zwar fangen wir an mit dem Platz 3. Und den dritten Platz hat erreicht die Deutsche Schule Jakarta.
is the Go!
I know. Almost in there.
So the last words we wanted to give to Markus Buchwald. So that is not really the last words. We have to say something before and after Buchwald. We will still hear an Indonesian song, Rasa Sayang Sayang. Nachher draußen ist das Essen vorbereitet. Alle sind eingeladen. Bitte wieder den Sportlern, den Trainern den Vortritt lassen. Dann, Herr Kurz, bitte noch die Teams um ein Bild. Und zwar haben wir hier draußen Leuchtstäbchen vorbereitet. Er möchte gerne, dass ihr noch einmal schnell 5 Minuten rausgeht. Gleiches Arrangement wie heute Nachmittag. Die Teams. Einmal das SOAS mit den Leuchtstäbchen bei Nacht dürfte ein tolles Foto geben. Jemand von euch hat sein Handy liegen lassen. Das ist draußen beim Pool gefunden worden. Bitte nachher zu mir kommen, wenn ja, solltet ihr mitnehmen, bevor ihr nach Hause fahrt. But besides that, there are a lot of things that you let stand somewhere, there's a table outside, and if you go to dinner, then you can find a lot of things that you might be not missing yet, but maybe tomorrow. Yeah? Yeah. So have a look. Alle Gastschüler kommen morgen für 7:30 Uhr mit in die Schule. Dann werdet ihr verabschiedet und dann fahren 4 Busse auf einmal dann zum Flughafen. Tomorrow we have a guest student. You normally you will come to school at 7:30 and then there will be a school goodbye and then your first start. At the same time to go get home. Okay. So, das war's für heute und jetzt die Schlussworte von Herrn Buchwald. Ist das schon ein bisschen komisch. Morgen beginnt für mich ganz normal der Unterricht um 7:30 Uhr mit der P1 und mit der P2, also erste und zweite indonesische Klasse, Sport Class, P1, P2, so I can start training with the first graders and second graders for SOAS 2000, whatever. Okay, das wird ganz schön anstrengend, kriege ich noch nicht so ganz in meinen Kopf rein. Mal sehen. Gut. Also, es wurde schon vielen Menschen gedankt. Ich danke zunächst mal allen Kollegen, die sich an den Vorbereitungen und an der Durchführung der SOAS-Spiele beteiligt haben. Aber mir liegt nur eine kleine Gruppe oder ein paar Personen, die liegen mir besonders am Herzen. Das ist zum einen die Verwaltung, die Deutsche sagen, das hört sich nicht gut an. Also die sich wirklich bis an die Schmerzgrenze gegangen sind, was die Vorbereitung angeht. Nochmal einen riesen Applaus für die Verwaltung. Den habe ich auch zwei von denen, ja.
eine nicht ganz viel, der hat das alleine gemacht, Sascha Riedel. Fußball. Ja, das mit dem Fußball und vor allem halt auch eine große Hilfe jetzt so mit Übersetzungen, mit den Referees und so weiter. Und naja, die 4 Tage hat er ganz schön Vollgas geben müssen. Der braucht auch ein bisschen Erholung. Aww. Und Frau Fitschel und Frau Lehner, die hatten besonders daran, das hier zu leiden. Das war schon sehr hart, also die hab ich schon arg rangenommen und haben wirklich, mach das, mach jenes, macht mal, ist euer Ding erledigt, das können. So, hier, guckt ihr mal bitte nach vorne. Also, brauchen wir alle etwas Erholung und deshalb möchte ich euch jetzt einen Gutschein schenken. Das ist so ein Massagegutschein. Und jetzt, das allerletzte Wort habe ich tatsächlich dann doch wiederum nicht, weil das hat Manila. Die werden nämlich die Ausrichter sein der nächsten Spiele mit Timo und Florian auf die Bühne. So, also ihr seid alle herzlich eingeladen zu den 15. Südostasien-Spielen und dann in Manila. Ich würde mich freuen, wieder einige von euch dort begrüßen zu können. Und damit ihr wirklich morgen anfangen könnt, euch darauf vorzubereiten, hier noch kurz die Sportarten. Wird natürlich wieder Schwimmen geben, es wird natürlich Leichtathletik geben und wir werden Fußball spielen. Aber eine Sache ändert sich, die zweite Ballsportart wird Basketball sein. Okay. 2019 in Manila. I don't know.
from